So, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins und wir machen heute weiter mit der ersten Mission. Ja, wir haben eigentlich die Hauptmission des falschen Orakel ausgewählt. Das können wir aber noch nicht angehen, weil der Kollege, den wir da killen sollen, uns zwei Level überlegen ist. Deswegen möchte ich das gerade nicht angehen. Wir hatten gerade so ein bisschen Probleme schon mit den Banditen. Gut, das war von der Zahl her, ja. Und wenn wir noch die richtige Ausrüstung nicht haben. Wie gesagt, bei Assassin's Creed Black Flag hätte ich wahrscheinlich da ein paar Hauptbomben reingeballert und dann wäre der Feierabend gewesen. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Nebenquest, um uns auf Level 5 zu bringen und dann gehen wir die nächste Hauptmission an. Na? Wir sollen ja, was da steht, erkunde Siva und Umgebung, hilf den Einwohnern, werde stärker und rüste dich aus. Aber nicht hier, das machen wir jetzt. Oder beziehungsweise das wäre wahrscheinlich der Teil von der nächsten Folge sein. Es würde jetzt kein 100% Let's Play werden. Das kann ich euch jetzt schon mal so weit sagen. Aber wir versuchen, Spaß in der Sache reinzubringen. So, was wollen wir gucken, wo die Olle ist hier? Rabia. Vajek, wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Ja. Kannst du mal irgendwie dich jetzt wieder richtig bewegen? Da ist sie doch. Du hast Zähne wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Vajek. Hepzifa sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Ka gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Per-Ankh in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Jammu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Wir haben die letzte Lieferung. Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. So, Finneberge Krüge aus dem gesunkenen Schiff. Na denn. Das ist die Hauptmission hier oben, ne? Die nehme ich jetzt gerade mal aus der Nummer raus. Ich hätte die. Ist gerade uns zu viel. Warte mal, Quest. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Ich will erstmal die Mission hier machen. Gut, das ist sogar gar nicht mal so weit alles. Das können wir auch zu Fuß machen. Da brauche ich mein Reittier nicht. Das ist sowieso wahrscheinlich ein Problem. Warte mal. So, finde Berge Krüge aus den Schiffen. Da ist irgendwas gehört. Oder ist das so was? Ne, es ist es. Doch, das ist das wahrscheinlich, oder nicht? Sind das die Schiffe? Warte mal, das ist aber nicht das, was ich haben will. Wollte mich gerade flachsen. Warte mal, ist die Nummer, will ich jetzt. Worum muss ich. Warte mal. Falls irgendwas passiert. Weiß, gute Frau. Ja. Tschüssi.
wo, was, wie, wer, was für ein Halb? Ich habe ja nicht mal einen, ich habe ja noch mal einen Anhaltspunkt für irgendwas. Warte mal kurz. Muss ich irgendwie unter Wasser oder was? Ich habe immer gerade die Hälfte von dem Sache ist. Das wird irgendwo rechts von mir sein oder nicht? Gut, wir sollten vielleicht mal auch die Treffer versenkt. Da sind die. Moin denn, Körperke. Ja, mach hin, weg da. Ich mach das schon alleine. So, jetzt muss ich gerade mal darüber paddeln, damit ich hier die Krüge sammeln kann. Ich hoffe, dass ich das richtig alles mache, so wie ich das haben will. Warte mal kurz. Jetzt irgendwas. Oder was? Wertgegenstände. Ah! Dann hat das also so den Sinn, dass pro Schiff irgendwie. Pro Schiff 1 oder einer ist oder was? Warte mal, das ist irgendwas. Ich habe schon gesehen, wo das Ding ist. Ich muss ran. Jetzt zwei. Drei. So. Gut. Und hoch wieder mit dir. Gut. Rabia wartet auf die Medizin. Dann kurz mal das ganze Ding ab, bis wir da wieder hinpaddeln müssen. Wir gehen mal ganz kurz per Schnellreise. So. Wo ist Rabia? Wo ist sie, die Gute? Zum Haus des Lebens verfallenen Tempel. Bin da. Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Die Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier. Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. So, haben wir die Quest jetzt abgeschlossen oder ist da jetzt noch mehr? Nee. Töte Soldaten, die das Haus des Lebens plündern. Ich plündere diesen Ort nicht gern.
überall krank. Du hättest nicht herkommen sollen. Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Ganz schön knappe Sache. Noch mehr? Tot, tot. Noch mehr? Würde ich sehen, wenn du das machst. Ja, Mann, ja. Gute Nacht, mein Freund. Nee, tragen will ich sie nicht. Plündern will ich sie. Nehmen wir mit. So. Also noch mehr von denen, oder was? Stirb, du Wurm. Geschichte. So, ganz auf der Mission sind wir noch nicht. So, jetzt sollen wir kurz zu Rabia zurück. Wir sind schon fast... Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt mittlerweile sind. Level 4 sind wir jetzt mittlerweile. Ja, haha. Gut, okay. Machen wir das auch. Wie gesagt, das wäre eine Nebenmission, wenn auch nur eine... Hattest du Erfolg? Die paar... Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. So, Quest abgeschlossen. 600 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Aber wir haben ein Katzenamulett und eine Halskette. Bringt die irgendwas? Warte mal, wir müssen wahrscheinlich noch eine Mission angehen. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz... Das war dann was für eine Ausrüstung. Sammeln wir Materialien. Okay, wir brauchen Leder. Das waren 13 Stück insgesamt. Das können wir auch ein bisschen nebenbei machen, aber ich muss gerade gucken. Haben stehende Lack am Schaden. Gut, okay, erhöhen. So, haben wir noch ein bisschen was? Ja, einen Fähigkeitspunkt. Luftangriff können wir lernen. Wir nehmen den Pfeilsammler. Damit haben wir automatisch Pfeile. So, jetzt gucke ich noch mal eine Nebenmission, ob wir noch irgendwo eine haben. Hier oben ist noch eine, das Eisenschmieden. Die haben. Ach, wir haben ja ohne Ende Nebenmissionen. Also Versteck ist hier noch. Also wir haben theoretisch ohne Ende Missionen. Also wir können auch noch ein bisschen pushen. So, ich habe mal, wie weit sind wir jetzt eigentlich von der links her? Aber irgendwo bei der Distanzwaffe war doch irgendwas. Ja, nehmen wir den mit. Den zerlegen wir hier. Ziele. Gut, das ist der nächste. Gut, in der nächsten Episode würde ich euch dann das Eisenschmieden zeigen. Bis dahin und Wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed Origins.